Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted mit einer der letzten Folgen. Ja, mein Teamspeak hat sich verabschiedet, deswegen stehe ich auch mitten schon im Event drin. Ich hatte eigentlich schon die ersten beiden Meilensteine ohne Probleme geschafft. Wir sind mittlerweile bei der Vorbereitung auf Razor. Also zumindest sammle ich erstmal die Meilensteine, bevor ich an die Rennen gehe. Gerade hat sich ja leider verabschiedet, oder mein Tonaufnahmeprogramm. Und ja, deswegen fehlen uns jetzt erstmal die beiden Meilensteine, aber das ist nicht weiter schlimm. Das sind, wie gesagt, zwei Blitzer-Meilensteine, deswegen ist es nicht weiter schlimm. Ich hoffe, dass jetzt aber alles stabil läuft, dass es jetzt weitergehen kann. Ich werde euch jetzt nicht den Anfang nochmal versuchen reinzuschneiden, das klappt nicht ganz. Aber egal. Sei es drum. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles ohne Probleme hier. Das war hier quasi. Gut, dann heißt, wir können versuchen nochmal. Der Blitzer, der will, dass wir mit 320 hier durchfliegen. Eigentlich hätte ich es fast geschafft sogar. Also ich probiere mal, ob ich hier ein bisschen Speed aufbauen kann. Auf dem Stück normalerweise kein Problem. Jetzt hoffe ich, dass nicht hier so viel Gegenverkehr ist. Weil das wäre natürlich jetzt. Jawohl, haben wir. Super, gerade 25 haben wir auch. Okay. Boom. Ja, egal, come on. Das hat er auch genommen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt ohne Probleme alles funktioniert hier mit der Aufnahme, weil sonst wäre das ein wenig doof. Speichern. Nein, nicht ganz mal das Kopfgeld. Ich kann ja gerade mal auf die. Was ich eben noch gesagt habe, wir haben mittlerweile ein neues Fahrzeug bekommen. Das haben wir in der letzten Folge gewonnen, nämlich dieses Fahrzeug hier, den Mercedes-Benz SLR McLaren, den Fahrwagen vom guten Bull. Der Wagen war übrigens schon komplett leistungsfähig, voll getuned. Ich habe den nur ein bisschen in der Optik verändert, wie ihr seht. Meine Standardoptik. So, der Gallardo ist uns noch nicht genau, noch nicht voll getuned, aber das ist, glaube ich, ziemlich egal. Dafür haben wir noch den Carrera GT und ich nutze gerade diese Möglichkeit auch mit diesen 5 Sternen. Warte mal, ich muss kurz. Ja, gut. Das Auto wechseln, ich werde auf den McLaren gehen. Ich habe den auch nochmal gefahren bekommen. Die Meilensteine haben, wir sollen unter 2 Minuten hier in der Verfolgung kommen, deswegen bringt es auch nichts mit einem 5-Sterne-Fahrzeug rauszukommen, weil das würde nicht klappen. Deswegen werden wir den McLaren nehmen, kurz und das erledigen. Der schreit ja auch so. Schickt Einheiten, um das Gebiet abzuriegeln. Hab ihn verloren. Aber das haben wir doch ohne Probleme erledigt. Guck mal, wir sind bei 60 Sekunden. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung. Und das haben wir schon erledigt. Wir werden alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung absperren. Ich zerstöre, das war nur das eine Fahrzeug. Das ist egal. Und wir haben 220.000 Kopfgeld für ein paar Sekunden Spaß gehabt. Sehr geil. 70 Sekunden haben wir gewonnen, nicht mal. Gut. Das ist auch erledigt, also wir haben den vierten Meilenstein. Und jetzt haben wir auch den letzten Meilenstein, den wir für Razor noch brauchen. Wie gesagt, tut mir leid, dass der Anfang von der Folge noch fehlt. Wie gesagt, ich hoffe, das ist jetzt einfach ohne Probleme. Läuft. Speichert immer mal noch ein bisschen, wie gesagt, die Rennen, wenn wir dann noch fahren. So, jetzt kann ich den Wagen nämlich wieder wechseln. Carrera wieder. Gehen auf die Meilensteine. Probieren wir auf das Kopfgeld. Und wir nehmen natürlich unsere Standard-Location. Und los geht's. Jetzt holen wir uns den Rest noch. Oder versuche ich zumindest, den Rest noch zu holen. Wie gesagt, 100% wollen wir es haben. Das kriegen wir schon noch irgendwo hin. Ich werde das Ende jetzt nicht spoilern. Das habe ich eben gemacht, aber die meisten, die das entdecken. So, ein Auto haben wir mittlerweile, wir brauchen noch 34. Ja, es klingt jetzt alles relativ viel, aber eigentlich ist es kein Problem. Wir sind jetzt nur fahren nur 5 und damit ist eh lustig. So,
Alle drei Meilensteine brauchen wir noch einen, aber ja, schon sicher, das sind wieder zwei Minuten. So. Kommt der nicht mit? Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung West. Ja, was sagst du mich? Ich habe auf dich gewartet, damit du die Möglichkeit hast, mich zu biegen. Ah, fu! Da ist doch nichts Interessantes zum Abbiegen. Wenn wir die 200.000 Kopfkissen von noch haben, glaube ich, dann haben wir es ja. 200.000 Verfolgungsschaden, so war es gemeint. War das 5? Hat sich genommen. 4 haben wir auch erledigt. So, wie gesagt, ich kriege jetzt alles relativ viel, aber eigentlich kein Problem. Ich hoffe, dass wir das ja alles in einem Rutsch erledigen. Dass es relativ schnell erledigt ist, dann kann man sich an die insgesamt 11 Rennen machen. Ich glaube, wir haben gerade mal beide auf. Alarmiert die Bodeneinheiten. Wir nehmen uns einen Wagen. Oh. Haltet euch bereit, den Kerl zu stellen. Wir weniger Straße wäre. Na, auch durch 8 Autos haben wir mittlerweile. Sache, wir sind jetzt gerade mit dem Müll getan, bis 9 Minuten oder so fahren. Vielleicht ist mein Rücken kaputt. 13 Minuten und 10 Autos haben wir. Ja, ich bleib mal weg von meinem Heck. Mag das nicht, wenn man mir die ganze Zeit am Arsch klebt. Kein Fan von, definitiv nicht. Auch wenn ich eine Straßensperre fuck. Aber die brauchen wir nicht. Die sind hier unwichtig. Pam, Junge. Schön hinten da. In den Heck. In den Deck. Da ist eine normale Straßensperre. Die nehmen wir beide mit. Danke, dass du uns natürlich da voll mit reinhaust. Das ist mein kleiner Freund. Ich wüsste ja gerne, welche für den Wagen Cross wäre. Ist. Dann können wir den nämlich mitnehmen. Auch ein. 13 haben wir mittlerweile. Jetzt haben wir ein gutes Drittel von dem, was wir haben müssen. 160.000. Wir sind mittlerweile bei 360.000. Roger, Absolut 14. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Die haben wir auch erledigt. 20.000 Kombo-Kopfgeld, sehr schön erledigt. Das waren nur zwei Fahrzeugkontakte direkt in einem Rutsch. Machen weiter! Der Verdächtige ist entkommen! Oh, bitte liebe kleine Porsche nicht aufsteigen. Verdächtiges Fahrzeug ist trotzdem. Da hat der. Da hat er eine kleine Vorliebe für, dass er da mal kurz den Bauch steigt. Ich falle jetzt hier links die ganze Zeit durch, weil. Einfach. Übrigens, dieser Kreisverkehr ist wirklich einfach und nichts. Ah, puh! Bleib dran, mein Freund! Die 850.000 da oben, die haben wir gar nicht ohne Probleme. Ja, problematisch ist das nur die 13 Minuten. Das ist, die werden schwierig. Die Autos werden nicht kein Problem. Wir sind so dreimal schon. Einen haben wir noch nicht. Nicht mal einen schon. Den einen haben wir ja nur wegen unter 2 Minuten. Den haben wir ja eben schon gemacht. Ich hab gesagt, 200.000 mal Kopfgeld, Vorschaden haben. 10-4, Junge, beide weg. Die Straßensperre. Charlie 15, wir haben eine Straßensperre errichtet. Lass ihn ruhig kommen. Verdächtiger verloren. Checkt Einheiten voraus, die das Gebiet durchkennen. Müsste ich jetzt extra noch einsammeln kommen? Komm mir, mein kleiner Freund. Alles andere kommt dann schon mit der Zeit.
verfolgen, Verstärkung kommt und so kann. Ja. Da lege ich mich nicht mit an. Nach links, okay. Ja, war so viel Zug auf der Achse. Aber wir haben wieder zwei Autos mehr. Linie 5-2. Wir brauchen noch 50.000. Wir brauchen noch 100.000. Fast 120.000 Folgenschaden. Circa. Oder 110.000. Herr Kerl, das ist verteilt euch. Wir nehmen uns jetzt vor. Ja, schon. Irgendwo. Den Weg damit. Oh. Da hat so rein. Zug hat sich erledigt. Haben wir noch einen. Ah genau, wir haben den Schaden. So, Verwarnungsschaden haben wir jetzt die Hälfte. Das kriegen wir auch hin. Irgendwo noch. Ach. Ja, ja. So, ein 11 Autos brauchen wir noch. Achtung, passt auf! Zeit verschieben. Wir brauchen noch 7 Minuten. Nicht weitermachen. Polizei haben wir noch hinter uns. Das ist schön. An alle Verfolgereinheiten, achtet auf eure Taktik. Nein! Nein! Bestätige, ich bin die durch die Lagebänder durchgekommen. Unfallexperten sind unterwegs, sichert so lange den Einsatzort. Oh, bitte nicht schon wieder auf Warnungsstufe 1 zurück. Scheiße, Mann. Wir hatten schon zwei Meilensteine wieder. Ja, ich befürchte, dass wir jetzt mit Warnungsstufe 1 wieder anfangen, ja. Ah, Mann, ich kann kotzen. Wir machen das aber anders. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich glaube, ich hab ja nach dem letzten gespeichert. Boah, ich speichere mal kurz mein Profil. Das heißt, wir sind wieder hoffentlich auf Fahnenstufe 1. Aber es ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir es wieder nicht gebacken gekriegt haben. Fahnenstufe 4, ja, passt. So, Belegt bis 15. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt gewesen. Das war natürlich jetzt ärgerlich, dass wir es dann nicht gekriegt hinbekommen haben. Scheiße. Wir hatten ja schon wieder ein bisschen was. Wir müssen die ganze Scheiße nochmal neu machen. Verzeihung, Zentrale, vordere 28, 29. 6 Minuten hatten wir. Wir hatten 6 bis 7 Minuten drauf. Wir hatten ja schon größtenteils alles viel erledigt. Scheiße. Nicht auffahren! Oh, du behinderter Penner. Dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Ja, fahre dahin, wo du mich gesehen hast. Du siehst mich immer noch nicht. Gib mir 10:37, ich war hier fertig. Er hat gerade ein Zivilfahrzeug gerammt, scheinen okay zu sein. Setze Verfolgung fest. Bravo 3-3. Alter, den anderen haben wir nicht gekriegt. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Nagelbeine reinfahre. Aber das war jetzt ein scheiß Fail von mir. Da bin ich zu meiner Links rüber gekommen. Ich bin jetzt immer drauf fahren, ich bin 5. Genau, da schießt er mir schön die Nagelbeine. Hast du schon mehrere Nachrichten? Ich hab's nicht. Ich Achtung, passt auf! Wir schalten ihn jetzt aus! Machen weiter! Verdächtiger ist entkommen!
Den muss ich auf jeden Fall loswerden, weil das wird ärgerlich. Noch einer, oder? Ne, ist hier keiner. Zehn Autos haben wir mittlerweile. Nehmen Sie mal durch. Zeit! Ist gut! Brauchen keine Nadel, wenn man Faden brauchen. Keine Straßensperren eigentlich. Also daher eigentlich nur die. Meine, wir können ja auch alles in einem Rutsch nach und nach sammeln. Natürlich würde ich es gerne in einem Rutsch haben, aber ja, einfach gar nichts. Ne? Die Sperrung des Sektors ist genehmigt. Also, ich muss jetzt auch einen Kopf finden. Verstanden, Zentrale. Bravo 28 ist unterwegs. Ich gehe auf Code 3. Na, ich will es nicht nochmal neu machen, Alter. Wir haben 2 Minuten erst, aber trotzdem. 3 Minuten zu viel, aber die. Das war eben schon alles hatten und es war natürlich ein bisschen nervig. Aber nicht alles hatten, aber. Ah. So, das war durch. 2 Autos weniger auf der Liste. Roger, kommen. Roger, kommen. Ich brauche alle verfügbaren Einheiten und schicke sie mit Code 3. Einheiten in 60 Sekunden. Wir brauchen noch 10 Minuten, wir brauchen noch 22 Autos. Ach du Penner. Weiß doch nicht aus, wenn ich dich rammen will. Warte, ich schiebe ihn von der Straße. Schön wieder auf den Boden zurück, jawohl, war auch erledigt. Nachher, wir haben jetzt nur wieder schon das Kopfgeld. Haben wir schon fast wieder hochgespielt. Bam, und das sind wir auch weit. 19 Autos brauchen wir noch. Der Code 3 ich hab ihn, 9 Minuten oder 13 Minuten Verfolgung. Lass den Licht entwischen. Der Typ ist gefährlich, er hat gerade. Ja, genau, auch schön weggenutzt. Schön wieder 2 Autos weniger auf der Liste. Wieder 2 Fahrzeuge weniger auf der Liste, sind wir noch 16. Verteilt euch, wir nehmen uns jetzt vor. Dieses Objekt weiter in Fahrbereich. Minimale Schäden. Minimale Schäden, klar. Auto wäre normalerweise bei einem realistischen Schadenslevel. Jeden Augenblick bei euch. Wir sind an dem glaube, Schrottball. Mann, ist der schnell. Seit danach brauchen wir nur noch die Rennen fahren. Ich brauche noch einen Meilenstein. Ihr müsstet eure Verstärkung sehen können. Sind direkt vor eurer 20. Na, die konnte ich kriegen, die beiden. Charlie 15. Bin direkt hinter euch. Ich will irgendwie noch die 13 Minuten. Weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Ja, zwei, glaube ich, 2 oder 3 Autos von der Liste runter. Wir haben noch 5 Minuten, schon 845.000. Wir haben schon fast das. Lasst euch zurückfallen, wir kommen jetzt runter. Aber jetzt mal Kopfgeld haben wir. Er ist durchgeschlüpft. Wir verfolgen ihn weiter. 11 Autos. Ich hab ihn. Der gehört dir. Dann
halt das Problem Zeit. Vorhin schauen wir mal auch noch für 200.000, aber das sollte das auch irgendwann nach und nach kommen. Also hier gerade sind wir 128.000. So ein, zwei paar Autos zu legen. Nur 70. Nein, das war falsch, nicht in Europa. Gott sei Dank, ich hoffe, dass es nicht die Nagelbänder damit erwischt. Nein, ja, nicht. Gott sei Dank. Ich hoffe, es war einmal, glaube ich, beim Privatzocken geschafft, auf einen kaputten Reifen zu entkommen. Hälfte der Zeit, ey. Aber ich will es einfach bei ihm auch schon. Meiner Meinung nach. Rollstraßensperre. Das muss aufgepasst, muss ich auch aufpassen, dass ich nicht da ein Finale. So, jetzt brauchen wir noch von Autos. Vier. Jetzt ab, das ist schön. Wir sind beide damit durchzuknallen, von beide weg haben, aber noch drei Autos brauchen wir jetzt. Ich nehme mir jetzt vor. Standby. Wer macht sich breit? Zwei. Komm nicht an ihm vorbei. Gott sei Dank sind wir da auch raus. So, jetzt haben wir noch de facto Zeit. Alles andere haben wir. Drei Meilensteine haben wir jetzt gesammelt vom Laser. Zusätzlich noch. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, scheiße gerade auf die Zeit. Zu entkommen. Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatzkräfte. Verdächtiges Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung auf dem Campus Circle. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin. Na, fuh. Ja, natürlich, wenn wir jetzt noch. Wir haben jetzt noch 4,5 Minuten. Ich hätte. Haben müssen, aber das ist halt ziemlich egal, wie der Scheiß dort drauf. Die kriegen wir eh noch. Irgendwie kriegen wir das schon zusammen, die 13 Minuten. Zentrale, hier ist Bravo 28. Nähern uns Code 6 von dort bis. Ich bestätige Anfrage für die Sperrung. Zentrale, wir haben ihn geschnappt. Ich versuche zu bestätigen. Ja, ja. Wie gesagt, es fehlen 13 Minuten, aber das ist mir jetzt gerade so ziemlich egal. Das kriegen wir schon noch irgendwo hin. Sei denn natürlich, jetzt kommt wieder einer von irgendwo. Riegel den
die Lücke aufmachst in dem Moment. Ich weiß, ich würde mir jetzt Zeit auf den Wind nehmen können, dann wäre natürlich auch noch. Auch gut. Kann man denn überhaupt noch verfolgen Schaden? Oder irgendwo ein Schild oder sowas, dass ich mal mitnehmen kann, dass ich mal gucken kann, wie weit wir sind. Ah, 130.000, sehr schön. Durch. Aber es war nicht zerstört, aber ist egal. Ich meine, wie sollen wir jetzt die 13 Minuten voll bekommen? So wie das momentan hier ist, weil wir haben. Ja, Stärkung kommt ja noch. So, 3 Minuten noch. Offiziell. Gerammt, aber nicht zerstört, schade. Weil die so, das Schöne ist, wenn die dann noch in dem Moment die Lücke aufmachen. Naja, nicht ganz, 17.000 brauchen wir noch. Weil dann hätten wir, glaube ich, noch vom Ronny das 200.000 Verfolgungsschaden. Nein! Das ist doch nicht wahr! Ich war doch nicht weg! Ich war noch nicht weg! Das ist nicht wahr! Code 4, Verdächtiger ist verhaftet! Setz dich doch an! Wir hatten's! Wir hatten's erfasst! Und wieder bin ich erwischt worden! Ja, mit Geld, weil wir es nicht besser können. Wir dürfen es einfach nochmal machen. Geil! Ich liebe es, wenn ich 10.000 Mal Kopfgeld machen muss. Oh Mann, ey. Ey, der stand doch nicht vor mir. Ich wäre so weg gewesen von dem.